Die Wogen und Wellen meiner Sünden schlagen über meinem Kopf.
kennst das Fließ Gideons, lasse dich ebenso vom Tau des Himmels trinken. Wie die Leute Gideons, bücke dich und koste von den Strömen der Gerechtigkeit, die aus den Geboten des Herrn fließen. Amen.
Dieser König liebt einst die Weisheit,
Aber welch an derer Jesaja wird zu mir kommen, wenn ich der Herr selbst? Heilige Maria von Ägypten, bitte für uns, O Maria von Ägypten, du hast die Hilfe der heiligen Mutter Gottes erflehen. Sie hat dich deinen heftigen Leidenschaften entrissen und dich in Schutz genommen von den Angriffen des Bösen. Bring mir Hilfe, wenn ich in meiner Bedrängnis zu dir bete. Heilige Maria von Ägypten, bitte für uns. Der Herr, nachdem du dich so sehr sehntest, O Maria von Ägypten, und dessen Spuren du gefolgt bist, er hat dich auf dem Weg der Umkehr geführt und gehalten. Flehe ohne Unterlass unseren mitfühlenden Gott, damit er uns aus jeder Gefahr rette. Heiliger Andreas von Kreta, bitte für uns. All ihr Heiligen Gottes, heiliger Andreas, macht mein Herz auf dem Felsen des Glaubens fest und rüstet mich mit Gottes Furcht aus. Erlangt mir die Gnade der den ewigen König, den die Engel verherrlichen und vor dem Cherubim und Seraphim erzittern. Dich lobe, preise und erhebe jeder, der lebt und atmet, die ganze Schöpfung in alle Ewigkeit. Christus, unser Gott.
Himmelreich steht offen, eintreten werden wir, ihr Leben nach dem Himmel.
dass ich nicht wie die anderen bin. Zachäus war Zöllner und er wurde gerettet. Simon, der Pharisäer, erkannte das Reich Gottes nicht. Die Sünderin jedoch empfing die Losprechung des Herrn. Er hat Macht, Sünden zu vergeben. Auch dir kann er alle deine Sünden vergeben. Die Sünderin nahm ein Alabastergefäß voll Flammen an. Weinend salbte sie die Füße des Herrn und trocknete sie mit ihren Haaren. Getilgt wurde dadurch all ihre Sünden. Die Städte, in denen Christus am meisten Wunder gewirkt hat, die aber die frohe Botschaft nicht empfingen, tadelte er. Wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die bei dir geschehen sind, hätte man dort in Sack und Asche Buße getan. Verzweifle nicht, denn du weißt, wie die kananäische Frau durch ihren Glauben auf ein einziges Wort des Herrn die Heilung ihrer Tochter erlangte. Rufe auch du aus dem tiefsten deines Herzens: Herr Jesus, erbarme dich meiner. Herr Jesus, erbarme dich meiner und rette mich. Du hast die Besessenen durch dein Wort befreit. Lass auch mich wie den Schächer die tröstenden Worte hören. Wahrlich, ich sage dir, du wirst mit mir im Paradiese sein, wenn ich in meiner Königsherrschaft komme. Einer der Schächer, der mit dir im Kreuz hing, klagte dich an. Der andere hat dich als Gott bekannt. O mein Herr, der du reich bist an Erbarmen, öffne auch mir mit dem gläubigen Schächer das Tor zu deinem König an. Die ganze Schöpfung wurde in Trauer gestürzt, als sie dich am Kreuz sah. Die Berge, die Felsen, die Tiefen der Erde erbebten, die Unterwelt verlor ihre Beute und der helle Tag wurde zur Nacht. Du forderst von mir keine große Buße, du kennst meine Schwachheit. Schenke mir ein reuevolles Herz und den Geist der Armut, damit ich dir meiner Mühe ein wohlgefälliges Opfer darbringe. Mein Richter bist du, du kennst mich. Schau mit Erbarmen auf mich, wenn du mit deinen Engeln kommst, um die Welt zu richten. Nimm mich auch wenn ich ein großer Sünder war. Heilige Maria von der Gegend,
Du warst Gottes Gebärerin.
gib den Segen.